Siehst du jetzt eine Differenz, wenn du sagst, Kunden- oder Mitarbeitergewinnung, oder gibt es da keine Differenz? Was wir jetzt, was du erzählt hast, geht das auch für die passenden Kunden so zu finden, oder siehst du da noch ein paar Sachen, die man anders machen muss? Also grundsätzlich solltest du dieselbe Person sein zu deinen Kunden als auch zu deinen Mitarbeitern, weil wenn nicht, stelle ich mir die Frage, bist du schizophren oder warum machst du das? Also ich bin grundsätzlich kein Fan von großen Geheimnissen. Vielleicht könnte man vom Inhalt her für die Kunden mehr in die Probleme eingehen. Also was ist die Frustration? Welche Fehler werden gemacht? Wo verliert der Kunde Geld? Wie kann er sein Business optimieren? Also wirklich was Handfestes. Das implementiere ich mal, sodass der so einen Quick Win hat und dann denkt, oh, okay, das, was die Person sagt, macht eigentlich Sinn. Während der Content für die potenziellen Mitarbeiter, da würde ich vielleicht mehr den Fokus legen auf Gemeinschaft, Community, wie sieht das Office aus? Weißt du, dass wir einmal in der Woche zusammen irgendwie, keine Ahnung, eine Band haben oder wandern gehen oder eine Karaoke-Gruppe haben oder bei uns kannst du 20% deiner Zeit irgendwie nutzen, um kreativ zu sein. Und das musst du halt eben nicht in so einem Standard-Image-Video machen, sondern dann ist da zum Beispiel die Martina und die Martina macht ein 1,5-Minute Video und sagt, hey, ich bin die Martina, ihr kennt mich schon, ich arbeite bei so und so und heute wollte ich mal euch erzählen, was ich eigentlich während dieser 20%, die ich bezahlt bekomme, obwohl ich nicht in meinem Job arbeite, was ich damit mache. So, und dann sieht man, wie sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was Kreatives entwickelt und das macht irgendwie die Welt ein bisschen besser, weil da denkst du, die ist eine coole, durchgeknallte Hupe, die Firma scheint cool zu sein und dann kann sie ja zum Schluss sagen, ach übrigens, Geheimnis, wir suchen noch wen im Bereich so und so. Just saying. So in dem Stil. Aber das hängt sehr stark von der Firmenkultur und den Werten ab. Ich bin genauso wie du das muss jede Firma für sich selbst entscheiden. Das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt nicht wirklich humorvoll ist, würdest du nicht wirklich humorvolle Videos produzieren, weil das spätestens beim Bewerbungsgespräch merkt jeder, da ist wenig Humor vorhanden. Da sollte man vielleicht einen anderen Treiber finden, aber die Genau. Zusammengehörigkeit, das Team, Respekt. Stephen R. Covey hat ja jährliche Umfragen gemacht weltweit, was so die Rangliste ist von den Wünschen der Mitarbeiter. Und da ist Stolz, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und erst auf Platz 4 ist der Lohn. Und Wow. das sind ja genau Sachen, die du jetzt erwähnt hast, die man dann im Video, im Content zeigen sollte, um eben die Menschen zu finden. Ne? Absolut. Ich meine, Respekt und Anerkennung, da fallen mir jetzt schon irgendwie 10.000 Sachen ein, wie man das hat und interessante Art und Weise in eine Geschichte verpackt. Ja, also irgendwie transportiert. Also man kann ja ganz klassisch anfangen mit, keine Ahnung, man kauft sich eine dieser Pistolen, die, wie die Amerikaner haben, die so dieses Geld rausschmeißen. Ne? Und dann fängst du damit an, so ding, 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 ding. Ja, bei uns kriegst du eine Menge Geld. Aber weißt du was? Geld ist uns nicht so richtig wichtig. Wir haben festgestellt, dass die Leute bei uns, die haben Bock darauf, die sind stolz auf ihre Erfolge und auf das, was sie geschafft haben. Und naja, ich dachte, ich frage einfach mal den Michael. Michael, warum bist du stolz? Warum bist du stolz im letzten Monat? Ah, okay. Oh, und hier haben wir die so und so. Okay, cool, ja. Und hingegen bei den Kunden eher das Problem der Kunden ansprechen und die Lösung, die das Unternehmen bietet, und das in den Content packen, richtig? Absolut, absolut. Also jeglicher Content für die Kunden ist letzten Endes eine Art Arbeitsprobe, so würde ich das sehen. Mit jedem Content, mit jedem Stück, mit jedem Video, mit jedem Artikel gibst du eine Arbeitsprobe ab und zeigst den Leuten, wie du denkst, wie du handelst, wie du fühlst, wofür du stehst und wogegen du stehst. Und die richtigen Leute werden damit resonieren und werden dich gut finden und sich hoffentlich dann auch mit der Zeit bei dir melden. Und diejenigen, die sagen, oh Gott, nee, die sind mir zu flippig, die sind mir zu konservativ, die sind mir zu bunt, die sind mir zu, was auch immer dieses zu ist, die werden nein sagen. Aber so selektiert man sich meines Erachtens halt eben die perfekte Community, die perfekte Audience. Das ist so eine Art Filter, den man auflegt, also einen natürlichen Bullshit-Filter, wie ich ihn nenne, wenn man authentisch dafür einsteht, was die eigenen Werte sind, die eigene Mission. Ja, und das eigene Denken und Handeln. Sehr cool.
Was ich auch oft höre ist, ja, LinkedIn kenne ich, aber das funktioniert in unserer Branche nicht oder so. Oder ja, ich bin auf Xing, aber das ist eh nur Bullshit. Dann sage ich, ja, du sprichst jetzt von Xing und LinkedIn, das kannst du nicht in einen Topf werfen. Und dann sage ich, ja doch, online geht in unserer Branche nicht. Das gibt es tatsächlich. Was antwortest du da? Ja, da gibt es dieses Ding, das nennt sich Internet. Das ist ziemlich hartnäckig. Das gibt es schon seit etlichen Jahren. Mhm. Und da gibt es so dieses Social Media. Und wenn man sich so Statistiken anguckt, dann sind so gefühlte 80% der Menschen weltweit online. Und die meisten Leute besitzen nicht nur ein Handy, sondern auch zwei. Und es sind, glaube ich, so um die 70% auf Social Media. Das heißt, deine Kunden sind auf Social Media. Mhm. Und wenn du dich nach wie vor davor weigerst, dann wirst du langfristig nicht nur eine Menge potenzielle Kunden und potenzielle Arbeitnehmer verlieren, sondern auch mit deinem Unternehmen zugrunde gehen. Weil das ist nicht nur die Vergangenheit, das ist auch das Jetzt und das ist die Zukunft. Ganz viele Leute machen sich schon Gedanken über VR und irgendwie das nächste große Ding, obwohl sie noch nicht mal Social Media gemeistert haben. Genau. Es ist für jede Branche relevant. Man muss halt eben die eigene Sprache finden und das eigene Tool. Also wenn es jetzt nicht LinkedIn ist, dann ist es vielleicht TikTok oder dann ist es vielleicht Instagram oder Facebook oder wie auch immer. Es hängt davon ab, wie alt die Konsumenten sind, beziehungsweise die Leute, die man einstellen möchte. Es gibt nicht die Formel oder das System. Es muss halt eben experimentiert werden. Man macht eine Menge Fehler, man lernt aus den Fehlern und dann findet man raus, was funktioniert für diese Marke, auf welcher Plattform. Und das ist die einzige Möglichkeit zum Erfolg. Okay. Ein weiterer Einwand, den ich viel höre, ist, ich habe eh schon zu wenig Zeit für alles. Jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Was sagst du dazu? Oder wie viel Zeit wird dann auch gefragt, wie viel Zeit muss ich da investieren? Was ist so deine Erfahrung? Also erstens gibt es eine Menge Freelancer oder auch Firmen, die sich darauf spezialisieren, dass sie dein Social Media oder dein Digital Marketing oder dein Marketing, dass sie das anbieten. Mhm. Und du musst auch keine Leute dafür einstellen. Diese Leute haben in der Regel einen Pool an Freelancern, denen sie dir helfen können. Und die machen das alles für dich, wenn du das denn möchtest. Das heißt, ja. Number one, du kannst das alles delegieren und outsourcen. Mhm. Du musst es nicht alleine machen. Und wenn du das aber alleine machen möchtest, hängt auch ein bisschen von deinen Ressourcen davon ab und wie wichtig das für dich ist. Was sind deine Ziele? Also ich meine, wenn du anfängst mit 10 Minuten täglich, super. Wenn du das hochskalieren kannst auf 30 Minuten, großartig. Ich meine, ich nutze LinkedIn als meine Hauptmarketing- und Vertriebsplattform und ich verbringe in etwa zwischen 40 Minuten, maximal eine Stunde auf dieser Plattform. Aber was mache ich? Ich erstelle Content, ich interagiere mit den Posts von anderen, ich unterstütze meine Kunden, ich lerne etwas Neues, ich erweitere mein soziales Netzwerk, ich generiere Leads, lerne neue Leute kennen und all das innerhalb einer Stunde. Das ist eine Stunde, die du in dich und in dein Business investierst. Und wenn du erstmal den Mehrwert siehst, dann ist das nicht so, jetzt muss ich da auch noch, sondern verstehe erstmal, was da alles machbar ist. Und LinkedIn ist momentan die Plattform, auf der Dinge sehr viel leichter flutschen oder funktionieren als auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Das heißt, fang einfach mal an, probier's mal. Und wenn es dir nicht gefällt, dann bring jemanden mit rein, der dir dabei helfen kann. Und du wirst begeistert sein von deinen Ergebnissen. Sehr, sehr schöne Aussage. Vielen Dank. Ich denke, genug der Tipps jetzt, kurz und bündig. Wo und wie findet man dich am besten online, wenn man jetzt mehr zu dir oder zu deinen Dienstleistungen wissen möchte? Also entweder auf LinkedIn, da findet man mich unter Dr. Natalia Wiechowski. Wer mehr so die private Seite von mir kennenlernen möchte, die ungefilterte, die flucht auch eine Menge, mehr auf Instagram, insbesondere auf Insta-Stories. Und ja, wer sagt, er oder sie möchte LinkedIn zu deren Kernmarketing- und Vertriebsplattform machen, einfach auf coachingwithnatalia.com gehen. Ich lade oder es gibt die Möglichkeit, sich auf ein Strategiegespräch mit mir zu bewerben, ein kostenfrei ist. Und alle Infos dazu gibt es, wie gesagt, auf coachingwithnatalia.com. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich herzlich für deine wertvollen Tipps und auch deine Zeit.
und freue mich auf alles Weitere. Wir sind ja schon längere Zeit in Kontakt, ist wirklich spannend und sehr zu empfehlen, dich näher zu, sag jetzt mal, beobachten und später dann vielleicht auch mit dir zu arbeiten. Sehr empfehlenswert. Danke für alles und weiterhin viel Erfolg in deinem Tun und auch privat viel Glück, Gesundheit und Erfolg. Danke, Bruno, das wünsche ich dir ebenfalls. Danke, tschüss.